Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Menschen verschwinden und das beinahe täglich, meist völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit. Wenn aber gleich 120 Menschen auf einmal verschwinden und das noch mit mysteriösen Funden einhergeht, dann ist die Aufmerksamkeit sicher. Und diese Aufmerksamkeit, die hält nun schon einige Jahrhunderte an. Gemeint sind nämlich die Kolonisten der Kolonie Roanoke, der ersten auf permanente Besiedlung angelegten britischen Kolonie in den USA. Wenn ihr mit mir also auf Spurensuche nach den verschollenen Siedlern gehen wollt, dann bleibt dran und betretet mit mir gemeinsam wieder die Dunkelkammer. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind riesige Nationalparks, Stars and Stripes, das Versprechen von Freiheit und Gleichheit. Aber die USA, das ist auch Roanoke. Und Roanoke sollte eigentlich der Ort sein, an dem die Geschichte der Weltmacht beginnt. Aber es sollte anders kommen. Roanoke wurde zu einem Mythos, denn in Roanoke, da passierte etwas, wofür es bis heute nur Theorien, aber keine gesicherten Erklärungen gibt. An die 120 Siedler, die die neue Welt voller Hoffnung für sich eingenommen hatten, verschwanden spurlos. Und mit ihrem Verschwinden wurde Roanoke als erste Kolonie der Briten in Amerika Teil der US-amerikanischen Ursprungslegende. Was heute eine beliebte Touristenregion voller Sandbänke, Dünen, Sümpfen und Einsamkeit in North Carolina ist, war im 16. Jahrhundert Schauplatz eines der größten Rätsel aller Zeiten. Denn im Jahr 1585 schlugen die ersten britischen Siedler hier ihr Lager auf, um den unbekannten Kontinent Stück für Stück zu erschließen, immer auf der Suche nach einer neuen Heimat und weg von der Enge und Verfolgung im alten Europa. Aber als die damals noch etwa 108 Männer Segel im Auftrag von Investor Sir Walter Raleigh auf die heutigen USA setzen, ahnen sie noch nicht, dass ihr Unterfangen zum Scheitern verurteilt ist. Denn Roanoke, das sind gleich zwei Versuche, dauerhaft eine Heimat auf Roanoke Island zu errichten. Der erste Versuch unter Governor Ralph Lane misslingt, da für die Menge an Menschen viel zu wenige Vorräte mitgenommen werden und zahlreiche Missernten weitere Probleme mit sich bringen. In der neuen Heimat schafft man es durch Konflikte mit den dort ansässigen amerikanischen Ureinwohnern zudem nicht, eine funktionierende Infrastruktur herzustellen. Auch eine Versorgungsmission lässt auf sich warten. Und so entscheidet sich Lane, nur ein Jahr nach Ankunft die Kolonie aufzugeben und nach England zurückzukehren. Übrigens zufälligerweise mit Hilfe von dem berühmten Freibeuter Francis Drake. Ein Teil der Siedler bleibt zurück, in der Hoffnung auf die versprochene Versorgungsmission. Also endet die Geschichte von Roanoke damit wie beschrieben nicht. So ganz will man die Kolonie nicht aufgeben, auch weil die verspäteten Schiffe mit weiterer Nahrung und Vorräten am Ende doch noch an der Inselkette ankommen. 1587 segelt daraufhin der Brite John White auf Kommando von Sir Walter Raleigh nach Roanoke, um einen zweiten Kolonialisierungsversuch zu unternehmen. Aber auch dieses Mal reichen die Vorräte nicht für die Siedler aus und er kehrt nach einem weiteren Stopp in England erst 1590, zwei Jahre aufgehalten durch den Krieg mit Frankreich, am 12. August wieder mit weiteren Vorräten nach Roanoke zurück. Und bei diesem zweiten Aufenthalt, da entdeckt er äußerst Rätselhaftes, beziehungsweise nichts, jedenfalls keine Menschen. Alle zur damaligen Zeit in der Kolonie verbliebenen Siedlerinnen und Siedler sind wie vom Erdboden verschluckt, darunter auch seine Tochter und sein Enkelkind. Allerdings sieht man am Abend des 15. August, an dem man im Norden der Inselkette vor Anker liegt, Rauchschwaden in der Ferne. Also macht man sich in den Süden auf, um hier nach den Siedlern zu suchen. Aber auch diese Spur führt ins Nichts. Noch seltsamer, am 17., also zwei Tage nach der ersten Sichtung, sieht die Crew um White wieder Rauch, dieses Mal aus dem Norden kommend. Umgehend bewegt sich die Mannschaft in die Richtung, kann aber wieder keine Spur der gesuchten Siedler ausmachen. Am 18. August dann ein vermeintliches Lebenszeichen. Im Sand finden White und seine Männer frische Spuren und noch etwas Eigenartiges. In einen Baumstamm in der Nähe des ursprünglichen Zentrums von Roanoke sind die drei Buchstaben CRO eingeritzt. Außerdem stellen die Abenteurer fest, dass in ihrer Abwesenheit ein hoher Palisadenwall errichtet wurde. Vor wem oder was dieser schützen sollte, eine offene Frage. Je näher die Truppe zu dem Kern der Roanoke-Siedlung vorrückt, desto verrückter werden auch die Funde. White entdeckt weitere Pfähle und in einen dieser Pfähle hat jemand das Wort Croatone eingekerbt. White denkt sich dabei aber erstmal nicht zu viel und nimmt an, das Wort sei ein Hinweis, dass die Siedler auf die nahegelegene Insel Croatone übergesiedelt seien und dort auf den gleichnamigen Stamm getroffen wären. Schließlich hatte man sich 1587, als White Roanoke für die Besorgung weiterer Vorräte aus England verlassen hatte, ausgemacht, eine geheime Botschaft zu hinterlassen, die Licht ins Dunkel bringen sollte, sollte den Siedlern etwas zugestoßen sein. In den Häusern der Kolonie findet die Suchtruppe dann aber keinen Stein, kein Werkzeug, kein gar nichts mehr vor.
Alles hat den Anschein, als haben die Siedler Roanoke gründlichst verlassen. Alles, was sie tragen konnten, war weggeschafft worden. Selbst die Häuser waren teilweise abgebaut und die in ihnen verbauten Rohstoffe mitgenommen worden. Auch von den Schiffen, die am Strand festgemacht gewesen waren, fehlte jede Spur. Aber bevor White und seine Männer das Ganze genauer am Folgetag untersuchen konnten, schlug das Schicksal zu. Eines der zwei Taue, an dem der Anker ihres Schiffs festgemacht war, riss, und so war die Mannschaft gezwungen, aus Sicherheitsgründen nach Großbritannien zurückzukehren, ohne Antworten auf das mysteriöse Verschwinden der Siedler von Roanoke. Aber damit begnügte man sich nicht. Zurück in England angekommen, berichtete White von seinen Funden und setzte damit bis heute andauernde Untersuchungen in Gang. Zunächst kam die Tatsache, dass die Siedler zwar verschwunden, aber nicht eindeutig tot waren, Finanzier Sir Walter Raleigh zugute. So konnte er seine Besitzansprüche auf das Land weiter aufrechterhalten. 1595 bricht Raleigh dann selbst nach Roanoke auf, vorgeblich auf der Suche nach seinen Siedlern, in Wahrheit aber auf der Suche nach der sagenumwobenen Goldstadt Eldorado. Und so sagt er am Ende auch aus, er habe Roanoke aufgrund von schlechtem Wetter nicht ansteuern können. Nur 1603 wird dann noch eine weitere Rettungsmission gestartet, um ein Lebenszeichen der Siedler zu finden. Aber diese scheitert auf brutale Weise. Durch schlechtes Wetter landet man etwas entfernt von Roanoke und ein Teil der Besatzung wird von Ureinwohnern umgebracht, während der Rest mit leeren Händen nach England zurückkehrt. Trotzdem reißen die Gerüchte um Roanoke nicht ab. Immer wieder berichten europäische Siedler von Gesprächen mit Vertretern verschiedener Stämme, die davon sprechen, verschiedene Orte zu kennen, in denen Menschen in der Kleidung von Europäern oder Häusern aus Stein leben sollen. Aber alle diese Orte können nie gefunden werden. Währenddessen trägt der Wind allerdings auch ein weiteres Gerücht über den Atlantik. 1609 verbreitet eine bis heute unbekannte Quelle, dass die britischen Siedler von einem Stamm niedergemetzelt worden wären. Für diese Theorie gibt es jedoch keinen Beleg. Erst rund 100 Jahre später, um 1709, gibt es weitere Hinweise auf den Verbleib der Siedler. Eine weitere Expedition aus Europa trifft auf die zur damaligen Zeit in der Region ansässigen Ureinwohner, den Stamm der Hatteras, die davon berichten, ihre Vorfahren seien weiß gewesen und hätten zum Teil graue Augen besessen. Außerdem stößt die Expedition auf die Überreste eines Forts und findet englische Münzen und Feuerwaffen. Wissenschaftliche, archäologische Untersuchungen finden erst Ende des 19. Jahrhunderts statt. Dabei wird vor allem das 1709 gefundene Fort unter die Lupe genommen, aber ohne Erfolg. Spuren der Siedler zu finden ist bis heute vor allem aus zwei Gründen schwer. Zum einen können jegliche Artefakte, die aus der Zeit um das 16. Jahrhundert herum stammen, auch durch Tausch zwischen Europäern und amerikanischen Stämmen resultieren. Zum anderen hat sich die Gegend um Roanoke auch geografisch verändert. Durch die Erosion der Küste ist ein Teil des Landes der Siedler mittlerweile ins Meer weggebrochen und mit ihm vermutlich auch Artefakte, die den Siedlern aus Roanoke gehört haben könnten. So stehen auch neueste Forschungen aus diesem Jahr vor eben diesen Problemen. Sie vermuten zwar ebenfalls ein Aufgehen der Kolonisten von Roanoke in einem Ureinwohnerstamm, wie es die Hatera Anfang des 18. Jahrhunderts angedeutet haben, aber beweisen kann dies niemand. Auch eine andere Theorie aus den frühen 2010er Jahren, die auf Artefakten basiert, die im Landesinneren gefunden und die eindeutig um 1600 in England gefertigt worden sein müssen, kann aus diesem Grund nicht gestützt werden. Und selbst moderne DNA-Tests, die uns heute zur Verfügung stehen, haben so recht keinen Ansatzpunkt. So kann zwar ein bis zu 430 Jahre alter Knochen analysiert werden, nur eben ein solcher Knochen von einem Siedler aus Roanoke, der ist nie gefunden worden. 2006 tauchte eines der letzten Male ein möglicherweise zum Roanoke-Fall gehörender mysteriöser Fund auf. Auf Hatteras Island, unweit vom Ort der Kolonie, brachte man einen Eichenbaum, der eine stark verwitterte Inschrift auf seinem Stamm trug, in die Roanoke-Diskussion mit ein. Das Wort darauf: Cora. Der Baum war damals schon Teil zahlreicher lokaler Mythen und Legenden, unter anderem um eine Hexe namens Cora. Nur ob er mit Roanoke zusammenhängen könnte, das konnte nie erwiesen werden. Auch wenn die Inschrift an die Crow- bzw. Croatoan-Inschriften, von denen John White berichtet hatte, erinnerte. Der Baum war zu stark beschädigt für eine Analyse seiner Jahresringe und eine Altersbestimmung. Und mit dieser zerstörten Fährte wurde ein weiteres Kapitel zur Lösung des Rätsels um die erste feste britische Kolonie in der neuen Welt vorerst für immer beendet. Jetzt seid ihr am Zug. Was meint ihr? Was ist damals mit den Siedlern von Roanoke geschehen? Und was wollte man mit der mysteriösen Baumstammbotschaft bezwecken? Wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da, da freue ich mich. Und wenn ihr mögt, dann abonniert gerne diesen Kanal für weitere mysteriöse und gruselige Geschichten. Und dann sehen wir uns wie immer ganz bald wieder und betreten wieder gemeinsam die Dunkelkammer.